du den neuen Wein? Ja. Okay. Sag aber, was ist die Idee, warum du jetzt plötzlich Blindverkostung auch mit in die Videos einbaust? Weiß ich nicht. Die haben ja etwas, ich habe es auf Facebook geschrieben, dann haben sie alle was geschickt und oft schicken ja Leute, die dann das dann nicht so gut finden, wenn man es nicht so gut findet, aber das ist halt das Konzept des Ganzen. Und das ist mir dann so eingefallen. Da haben wir gedacht, okay, jetzt tun wir ein bisschen mehr erklären rein mit dem Fried. Dass das halt auch dann vielleicht ein bisschen verständlicher wird. Was ist das? Entschuldigung. Na, habe ich deren. Egal. Naja, gut, jetzt, dann probieren wir was noch. Ja, viel Naturwein halt diesmal, aber warum auch nicht? Es ist ja auch in. Und jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. Wenn wir der Sache näher kommen. Ja. Da müsst schon ein bisschen durch jetzt. Oh, oh, oh. Oh, ich warte mal. Was ich auch interessant finde, die ersten Videos, die wir gemacht haben, da hast du jedes Mal auch neue Gläser geholt, gell? Wir haben es immer in die schönen neuen Gläser. Jetzt kippst du das alles in ein Glas. Ja, außer dann die anderen, die Rotweine und so, weiß eigentlich, ja, weil das ist aber das Glas, mit dem ich verkoste zu Hause. Und, aber hast du keine Angst, dass das Norgal, was noch drin ist, den Wein bei der Verkostung verändert? Das ist wurscht, also das ist ja jetzt wirklich Turnschuh auf Turnschuh. Also Eleganz hat das ja nicht viel zu tun, oder? Aber es würde mich interessieren, wie findet ihr den Wein jetzt? Auf jeden Fall stinkt er nicht so wie der andere. Ist das ein Hauch zu fruchtig so für ihn? Wir können es ja immer auf die Luft schieben. Aber das schiebt mir gerade echt was in meinen Hals rein aus meiner Kindheit, was ich definitiv nicht mochte an Süßigkeit oder irgendwas. Es ist irgendwie sehr, sehr viel von irgendwas. Wie so Litschi. Ja. Ja. Boah, es ist schon echt so Tropifruit, so Haribo, wenn du die aufmachst, diese Tropifruit, weißt du. Was aber auch ein geiler Moment ist. Aber welche mochte man eigentlich wirklich? Die hat ja keins nach dem geschmeckt, wie es ausschaut, oder? Das Grüne nach Staudensellerie. Also mochte ich die immer gerne, wenn man die erst zusammendrückt, dass sie... Das war wahrscheinlich nötig, wie beim Naturwein, den du umdrehen musst. Mhm. Oh, es ist schon echt ganz schön viel, finde ich. Für mich also. Boah. Wird's schlimmer? Ja, was heißt schlimmer anders? Schlimmer wie aufgehört. Aber da muss ich dann doch sagen, den allerersten Wein, weißt du, diesen Typ, der macht das im Garten in der Toskana, da waren wir vor zwei Runden, der hat keine Ahnung von Wein, glaube ich zumindest, macht es einfach und den fand ich trotzdem sehr stimmig, weißt du, was ich meine, vom Trinken und her und so. Und weil wir wissen jetzt auch nicht, was das kostet, da schauen wir dann danach. Also meins ist gar nicht, muss ich sagen, ich bin da raus. Es gibt sicher Leute, die das mögen. Ich wüsste jetzt auch mal gern, welches Sterne-Essen nicht das einbauen wird. Welches Gericht wüsste ich jetzt ehrlich gesagt auch keins. Vielleicht ein Solo-Pfannkuchen. Boah, das ist wie wenn einer mit so einem Blumenstrauß kommt und du keine Blumen magst. Also so viel, weißt du, das ist so wie so eine Sahneschnitte, also mit Mandarinen drin, irgendwas, was ich halt nicht mag. Aber das ist mein Geschmack, also das ist... Ich sage nicht, dass es fachlich schlecht ist, aber es schmeckt mir nicht. Also. Ob ich jetzt überlegt, kann man das sagen, aber ja, aber es ist ja die Wahrheit. Was soll man machen? Aber wenn ihr ihn gut findet, dann ist er schon. Aber da siehst du ja, wie die Meinung auseinandergeht. Aber für mich macht das keinen Sinn. Also ich bin da eher. Ne. Dann Telefonjoker, lass mal hören, was das ist. Machen wir mal. So, jetzt sind da Löser mal auf, also dann bin ich jetzt echt gespannt. Da kann ich euch viel dazu erzählen. Der Winzer ist unser Freund Nico Espenschied aus dem schönen Rheinhessen. Und das ist aus seiner Herz- und Handlinie der Manzoni Bianco. Und da wird es jetzt spannend, das habe ich nämlich auch nicht gewusst. Manzoni Bianco ist tatsächlich eine eigene Rebsorte. Noch nie gehört, wurde 1930 irgendwie in Italien gezüchtet. Doch, das weiß ich schon. Sollte halt quasi gegen Mehltau, diese Pilzkrankheit, sehr, sehr resistent sein. Echt?
war auch da im venezianischen Raum relativ beliebt vom Anbau. Ist aber in den letzten Jahren ziemlich viel gerodet worden. Aber ich denke mal, jetzt mit Klimawandel und immer feuchter und wärmer wird die wieder interessant. Da wird es einige Winzer schon in Deutschland gefunden, die wieder anbauen. Ja. Und das ist grundsätzlich eine Kreuzung aus Riesling und Weißburgunder. Ah, dann war das der Weißburgunder, den ich nicht mochte. Ja. Also in Mainz war es nicht. Es ist gut gemacht. Die zwei, weiß ich nicht, die sind jetzt da nicht so. Ja, der war schon bei uns auch mal. Und was kostet sowas? Das kostet tatsächlich um die 15 Euro rum. Ja, das ist aber auf jeden Fall im Rahmen, wo ich sage. Ja. Nee. Ich habe ja auch so einen Fuck-Button, den nehme ich jetzt noch nicht. Den habe ich auch noch gefunden und habe mir gedacht, okay, schauen wir mal, ob ich den noch brauche. Ja gut, dann bringen wir den nächsten, oder? Schauen wir mal. Na, die Flasche erstmal bitte. Ah ja, die Flasche brauchen wir, ja genau. Telefonjoker, bitte die Flasche bekommen. Ah, danke schön. Okay. So, ja, ich kenne die Etiketten, die sind auch schön. Der war bei uns schon und meist gibt es Leute, die das mögen. Es ist ja auch gut so, aber meins ist es nicht. Also, tut dir das leid, wenn das Leute sind, die du magst? Und ich bin halt, ja, es ist immer, was heißt, ich habe ihn ja nicht zerrissen, ich sage, mir schmeckt er nur nicht und ich finde es halt immer schade, weil ich Leute toll finde, aber ihre Weine nicht. Und das ist immer das, was in der Weinwelt ich immer, wenn ich es beobachtet habe, dass die Leute die Weine toll finden, weil es die Leute mögen. Und das finde ich halt auch nicht, also das möchte ich nicht. Also das ist, weiß ich nicht, ich kann das nicht, da bin ich auch zu komisch wahrscheinlich, ja. Aber er ist ein super Typ, also wie gesagt, und es gibt Leute dafür. Also er macht ja nur Scheurebe und so Sachen hat er geschickt, aber das habe ich dann weggelassen. Scheurebe ist ja gar nicht so meins, aber es gibt auf jeden Fall Leute. Aber für Preis-Leistung musst du jetzt sehen, das ist auf jeden Fall. Bei Steinwest fahren die Jungs oder Mädels da ja auch 30 Euro auf und dann wäre ich dann immer die sagen, okay, boah, weiß ich nicht, ob ich jetzt. Ja. Aber er hat keinen Fuck gekriegt. Aber wie war er für euch jetzt? Das würdest du jetzt kaufen? Nein. Okay. Ja gut, da muss man Liebhaber sein dafür. Aber ich kann es nachvollziehen, dass Leute... Ja, ja, das meine ich ja. Das ist wie gesagt mit dem Essen, das ist immer so. Also, das ist ja ganz nicht vergleichbar mit früher. Das ist ja kein fehlerhafter Wein oder sonst irgendwas. Das ist nur nicht meins. Ja. Na gut, dann probieren wir den nächsten. Sollen wir den mal wegstellen erstmal, weil dann müssen wir den nicht holen gleich wieder, den Fred.